Wenn alte Geldscheine ausgedient haben, wird offensichtlich, was Geld eigentlich ist. Nichts weiter als bedrucktes Papier, dem wir über eine Behauptung Bedeutung verleihen. Worum die Welt sich einst drehte, ist plötzlich Altpapier. Für den Ökonomieprofessor und Wirtschaftsphilosophen Karl-Heinz Brodbeck ist Geld zuallererst eine soziale Konstruktion. Also wenn man eine Vorstellung hat, es gäbe so etwas wie Wert hinter dem Geld, dann erliegt man, glaube ich, einer tiefen Illusion, die gerade in Krisen enttäuscht wird. Geld, die wohl folgenreichste Erfindung der Menschheitsgeschichte, ist eine gesellschaftliche Verabredung, die letztendlich nur auf Glauben und Hoffen basiert. In einem Satz gesagt, die Substanz des Geldes ist Vertrauen. Zins ist der erste Vertrauensmissbrauch, Derivate sind ein Vertrauensmissbrauch höherer Stufe, diese ganze Lebensmittelspekulation, der moderne Finanzwucher, das ist dann ein Vertrauensmissbrauch auf dritter Stufe, in dem wir zurzeit erleben. Das Wort Gold entstammt dem indogermanischen Wort Gel, aus dem sich auch das Wort Geld entwickelte. Bis weit ins 20. Jahrhundert waren die Währungen durch Gold gedeckt. Eine Banknote war eigentlich kein Geld, sondern ein Optionsschein auf Gold. Auf alten Scheinen ist das noch zu lesen. 100 Mark zahlt die Reichsbankhauptkasse dem Einlieferer dieser Banknote aus. Und heute? Errechnet werden sollte der Wert des Geldes aus der Güterproduktion mit den Dienstleistungen einer Volkswirtschaft. Doch der sogenannte Finanzmarkt, mit mancherorts weit über 10% der Wirtschaftsleistung, führt die ursprüngliche Idee des Geldes ins Absurde. Wenn 10% der Menschen sich nur noch damit beschäftigen, Kredite zu vergeben, Versicherungen zu verwalten und nicht mehr Güter herzustellen, mit der Volkswirtschaft stimmt was nicht. Das ist der eine Aspekt. Wenn wir rein den Wertaspekt betrachten, das ist die Sache ja noch viel ungeheuerlicher, weil die Vermögenswerte, die am Finanzmarkt gehandelt werden, die dort als in Form von Derivaten, von Zertifikaten, von Versicherungen für Versicherungen, die wieder versichert werden und so weiter, wenn wir diese Zahl addieren, dann kommen wir ja auf einen Faktor, der ist das Zehnfache des Weltbruttoinlandsprodukts. Ja, das sind rein fiktive Titel. Letztendlich wurde der Goldstandard aufgegeben, weil Gold begrenzt ist, man aber unbegrenzt Geld machen wollte. Die Finanzwirtschaft hat sich von der Realwirtschaft abgekoppelt. Nun lebt die Welt auf Kredit. Geld ist selbst zur Handelsware geworden. Erfundenes Geld. Wenn man die Aktienkurse der Wall Street nicht in Dollar, sondern in Goldwert rechnet, dann haben die Kurse heute eigentlich den Stand von 1927. Daran sieht man schon, was wir durch Illusion und Zuschreibung alles schaffen können. Was ist in den letzten Jahren aus dieser Illusion des Geldwerts alles heraus geschaffen worden. Ja? Und solange alle dran glauben und in eine Richtung marschieren und solange es im Gleichschritt passiert, funktioniert es auch eine Zeit lang. Bis eine Grenze erreicht wird, in der dann die Skeptiker überwiegen und dann mehr verkauft wird an den Börsen als gekauft wird und dann kollabiert so ein System. Und dann verschwinden die Geldwerte. Sie verschwinden dahin, wo sie herkommen, aus dem Nichts. Geld ist Fetisch und Mythos der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Geld schafft Autonomie und Freiheit und für den, der es nicht hat, eben das Gegenteil. Die gefährliche Psychologie des Geldes beruht auf Gier. Doch die Krisen werden nicht durch die Gier Einzelner hervorgerufen, sondern durch das System selbst. Weil nur der Erfolgreiche, der mehr als der andere hat, gesellschaftlich zählt. Bis zur Sinnlosigkeit aufgehäufte Vermögen sollen allein die Stellung in der gesellschaftlichen Hierarchie bezeugen. Es wird ja sogar ein Menschentypus danach benannt. Man nennt ihn dann Homo economicus. Und die Ökonomen nennen das sogar die höchste Stufe der Rationalität. Man nennt das Rationalität. Ja. Das ist wirklich eine Art von Newspeech, Neusprech im Orwellschen Sinne, dass man eine Leidenschaft, die über Jahrtausende von allen Kulturen, Religionssystemen als eine Untugend charakterisiert wurde, dass man die heute in die höchste Form der Ratio verwandelt. Sie mathematisiert und es gab sogar Nobelpreise drauf. Spielcasino anstatt Industriegesellschaft. In Sekundenbruchteilen werden heute Milliardenwerte rund um den Globus angefordert und wieder abgestoßen. Während Einzelne mit Billionen jonglieren, sucht der Durchschnittsmensch Sicherheit, indem er einen Teil seines Einkommens zu Vermögen machen will. Obwohl das Geld schon oft verrückt spielte, bleibt das Vertrauen in die Illusion ungebrochen.
Gibt es überhaupt eine Sicherheit? Das kann nur funktionieren über das, was man in den 20er Jahren, als wir schon eine Rieseninflation mal durchgemacht haben, was man da Flucht in die Sachwerte nannte. Ja. Aber wer kann das schon? Also wer kann sich ein Grundstück leisten mit einem Haus drauf, wo er notfalls auch Kartoffeln anbauen kann, wenn mal ein halbes Jahr das Geldsystem kollabieren sollte? Das wäre sozusagen die einzige reale Absicherung. Wenn Geld keine realen Werte repräsentiert, bleibt der sprichwörtliche Notgroschen ein Versprechen, das nicht eingelöst werden kann. Erst nach einem Zusammenbruch des Finanzsystems werden wir wieder erkennen müssen, Geld arbeitet nicht. Nur Menschen arbeiten.